Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen Tipp, wenn ihr euch morgen einen Rufer der Draktier erstellen wollt. Denn es gibt beim Erstellen unter Umständen was zu beachten. Und das hängt mit der Stufe zusammen, beziehungsweise mit dem Server, wo ihr die ganze Geschichte auswählt. Letzten Endes ist es so, prinzipiell benötigt ihr einen Char auf Level 50 auf dem Server, auf dem ihr den Draktier erstellen wollt. Das hängt damit zusammen, dass Blizzard nicht möchte, dass ich jetzt, weiß nicht, auf 20 Servern, auf denen ich noch nie gespielt habe, sofort einen Level 60 Char habe. Ansonsten würden die auch tatsächlich ziemlich überflutet werden. Aber jetzt wie hier beispielsweise auf meinem Main-Server oder wie eben gezeigt an Toni das, wo ich den Level 53er Priester habe und so weiter und so fort, könnte ich die ohne Probleme erstellen. Jetzt ist es aber so, dass ihr ab oder mit der Möglichkeit, den Draktier zu erstellen, könnt ihr einen davon kostenlos, also quasi, was heißt kostenlos, ohne Bedingungen erstellen. Das bedeutet, den ersten Draktier, den ihr macht, solltet ihr nach Möglichkeit nicht auf eurem Main-Server erstellen. Also beispielsweise, keine Ahnung, ihr sagt hier, ich wollte schon immer mal Allianz spielen oder Horde, je nachdem, und das auf dem und dem Server. Oder, weiß nicht, ich habe einen Freund, der spielt auf, was weiß ich, Rexa, so. Und dann erstelle ich mir hier meinen ersten Draktier drauf. Weil wie gesagt, der erste, den könnt ihr platzieren, wo ihr wollt. Egal, ob ihr auf dem Server schon einen Char der Level der Stufe 50 habt oder nicht. Dementsprechend könnte ich den jetzt hier ohne Probleme auf Rexa draufpacken, losballern, ab geht's. Wenn ich meinen Draktier zuerst auf Ashara erstelle, ist es Blizzard relativ wurscht, ob ich da jetzt schon einen 50er oder einen 60er habe. Der erste wird halt direkt verbraten und dementsprechend laut icyveins.com kann ich dann nicht auf einem anderen Server einen nachziehen, wenn ich da noch keinen Char auf Stufe 50 habe. Also das gilt es zu bedenken. Selbst wenn ihr sagt, pff, keine Ahnung, es ist mir eigentlich relativ Latte, auf welchem Server ich spiele und ich will nur auf meinem Server spielen. Ich würde euch empfehlen, erstellt euch trotzdem irgendwo anders ein, weil so habt ihr letzten Endes, ihr startet ja, oder ihr seid ja relativ schnell mit dem auf Level 60, sagen wir es mal so, und so könnt ihr theoretisch noch kostenlos mehr oder weniger einen zweiten Char auf Level 60 etc. abgreifen. Also ich werde mir, denke ich, auf einem der sehr hochbevölkerten Server einen Draktier erstellen und, weiß nicht, Trall oder so, und da einen draufhämmern und den zweiten löse ich dann quasi, was heißt einlösen, da habe ich es mir dann erspielt, die Voraussetzung, der kommt dann halt auf meinen Main-Server Ashara und das Hochleveln, das geht ja dann echt relativ fix und notfalls kann man dann einen, weiß nicht, Allianz machen, einen Horde und so weiter und so fort, je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt. Damit auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tipp ein bisschen helfen. Ist jetzt nur eine kleine Sache, die vielleicht nicht jeder bedacht hat, aber vielleicht konnte ich euch so ein bisschen Freude bringen darüber, dass ihr auf einem anderen Server easy mit wem zusammenspielen könnt. I don't know. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.